In diesem Video zeige ich zusammen mit meiner Assistentin, wie wir Burger Patties zubereiten. Für die Patties verwenden wir 600 Gramm gemischtes Hackfleisch und mischen es mit Karotten, Käse, Knoblauch, Senf, 2 Eiern und verschiedenen Gewürzen. Wein. Wir machen die Patties ein bisschen anders wie die Original-Patties. Der Bernd mag nämlich immer gerne Gemüse noch mit rein, also einmal die Karotten. Ich konsumiere Fleisch nur selten. Wenn ich Fleisch esse, dann genieße ich es aber in vollen Zügen. Geil, ne? Lecker, lecker. Alles schön. So, die 2 Eier? Ja. Ja? Da war ja noch was. Okay, gut. Salz zuerst? Du sagst. Was war ich dir schon? Paprika. Ja. Jetzt matschen wir aber alles zusammen. So, ich glaube, ich habe noch nie so einen bunten Fleischpatty gesehen. Ich bin schon sehr gespannt, wie es schmeckt. Und die meisten Fleischpatties sind immer nur mit Fleisch und Zwiebeln oder ein bisschen Kräuter rein. Aber noch keine Fleischpatties mit Käse und Karotten gesehen. Deshalb bin ich schon sehr gespannt, wie das schmecken wird. Lecker. Das ist lecker. Hast du schon mal probiert? Ja. Ja? Ist saftiger dadurch? Ja. Ja? Oh, kann ich mir vorstellen, ne? Mit der Karotte und ein bisschen mehr Geschmack. Ja. Wild. Mal. 4 Stücke draus. Ein Ball. Okay, 4 Stücke. Okay. Das ist ein richtiger Brummer. Ja. Das ist der Patty. Bei Burger geht's ja noch, ne? Aber wenn du jetzt irgendwas kochst, wirst du gehört. Bisschen Pfeffer abbekommen. Bei jedem Pfeffer. Bei mir juckt's auch die ganze Zeit in der Nase. So, Patty Nummer 4. Beim Kochen genieße ich gerne ein Bier, ein Glas Wein oder einen Sekt. Alkohol hilft mir, meine Muskeln zu entspannen und reduziert dadurch meine Spastik. Ich leide an infantiler Zerebralparese oder Bewegungsstörung aufgrund von Sauerstoffmangel bei meiner Geburt. Falls Sie mehr über mein spezifisches Behinderungsbild erfahren möchten, finden Sie auf meinem Kanal detaillierte Videos dazu. In einigen dieser Videos zeige ich auch, wie sich Alkohol positiv auf meine Spastik auswirkt. Los! Ich spür's mir weg. Sieht gut aus.
rausholen. Was meinst du? So. Ja? Genau. Mach mal aus. Und die sind kleiner geworden, ne? Davor waren die doppelt so groß gefühlt. Die ziehen sich dann richtig zusammen. So. Echt.